Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Ström Community. Ja, ich bin aber nicht mit dem Thorsten-Account hier, sondern ihr wisst das, ich bin mit dem Avatar hier und ich muss sagen, ich war jetzt 2 Clankriege hier, ich habe einen davon mitgespielt und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, nicht wirklich von der Ström Community, denn das ist ein toller Clan hier. Ich bin hier nicht umsonst jetzt schon etwas länger, wenn ich keine Stücke auf diesen Clan halten würde und dann hätte ich hier schon nach den ersten 3-4 Stunden den Clan wieder verlassen. Aber ihr seht das selber hier, sowas geht gar nicht. Ach, Mann, ey. Also ihr seht das hier, es ist der Green Arrow, wenn der euch über den Weg läuft, nehmt ihn nicht auf, echt. Guckt euch diesen Honk an. Also, du kannst dich ja eigentlich gar nicht darüber aufregen, aber wenn du sowas siehst, wie hier angegriffen wird, einfach so mal so ein Farmangriff, so für 1 Stern. So für Bonus, ne? Für Bonus, ich meine, danach war der sowieso raus hier, gar keine Frage. Und das geht gar nicht hier echt mit irgendeinem Mix aus irgendwas und dann auch noch abgebrochen. Also den 1 Stern hat er ja drin gehabt. Also das war wirklich Bullshit. Und der Clankrieg ist der letzte hier auch sowas von knapp verloren gegangen. Ja, er ist ja verloren gegangen. Das sieht man aber nur eigentlich nur hier. Denn 25-25, ganz, ganz knapp nach Prozenten, der letzte vom Gegner hat doch noch angegriffen hier. 2 Minuten vor Schluss hat er nochmal einen Drachenangriff, also ein RH10 mit echt Scheißhelden auf unseren 6er. Mit Drachen, also 2 Lars weggeblitzt und dann einfach mit Drachen rüber geflogen. Einfacher geht's ja fast nicht. Und auch hier hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, dass hier, dass das so ein Geisterclan ist hier. So ein Trojaner-Clan. Wisst ihr, so, ihr habt das bestimmt schon in einigen Videos gesehen, bei US-Amerikanern, die mal so ein Trojaner-Clan-Krieg gespielt haben, die bis 10 Minuten vor Schluss mit ihren Angriffen warten und dann plötzlich 100 Angriffe raushauen hier oder 200, keine Ahnung. Und so ein bisschen kam mir das in beiden Clan-Kriegen hier auch so vor. Also der Clan ist aktiv, das ist das Komische. Der Clan ist aktiv, aber wenn es hier im CK geht, da wird erstmal lange gewartet. Und dann wird irgendwann ja mal angegriffen. Und es komischerweise weiß hier jeder, wen er eigentlich zu machen hat. Der Brennerchen habt ihr hier gesehen, hat sich mal eben den Zehner hier geschnappt. War ganz easy peasy. Mit Drachen überhaupt kein Thema. Und gehen wir ein bisschen weiter hier. Der, wie heißt er eigentlich? Ich habe hier so ein paar kennengelernt. UYYY2 greift ja auch mit Drachen an. Ein R8er in eine Base, die man einfach nur so hingestellt hat. So ein paar Mauern rum, das sind noch nicht mal alle. Der Gegner hier hat nicht mal alle Mauern gebaut. Dann zählt ja die letzte CK-Base, die drin ist. Auch wenn die so ein Ausrufezeichen hat, dass sie ja nicht fertig ist, weil hier Sachen fehlen. Und vielleicht hat der Gegner die ja auch gar nicht, weil er meint, er müsse hier dick ein auf Engineered Base machen. Aber ist natürlich gar nicht so. Und er fegt hier eben mal mit natürlich einem RH9 durch die Base hier, aber ja, hier musst du dann mit den verbliebenen Leuten halt das reißen, was eben geht. Wenn du hier so ein paar Honks dazwischen hast, die gar nicht angreifen und vor allen Dingen die seit 2 CKs schon gar nicht angreifen, ist mir eh unverständlich, dass man so einen schon dann noch mitnimmt, wenn er schon in einem CK beide Angriffe nicht gemacht hat, aber aktiv im Chat war, ja. Das müsst ihr euch auch mal überlegen. Man sagt guten Abend, guten Tag, fordert ein paar Truppen. Und dann geht man wieder in die Stumme, in die Stille. Und man weiß ja genau, man ist im Clankrieg dabei, denn die beiden Schwerter links unten, die übersiehst du nicht. Und da macht man die Angriffe trotzdem nicht. Das ist ein Rätsel. Und sowas hat der Clan hier absolut nicht verdient, muss ich sagen. Ich bin hier, hatte ich ja zu Anfang gesagt, nicht ganz umsonst. Denn ich kenne hier 2 schon etwas, wie soll ich sagen, schon etwas genauer. Ah, der war so knapp hier. Schon etwas genauer. Das ist nämlich der Zocker und der Thiele. Ihr kennt sie vielleicht bei mir aus den Streams oder auch aus dem einen oder anderen Kommentar bei mir. Das sind nämlich 2 Kollegen, die auf Twitch eigentlich ihre Streams immer machen. Ich glaube, jeder macht zum Wochenende hin mindestens immer ein Stream auch auf Twitch. Das heißt, dort wird ganz chillig Clash of Clans gespielt, wird ein bisschen getalkt. Wir sind auch dann häufiger im Discord, also auch ich habe mich da jetzt mal blicken lassen.
und habe ja mal über den einen oder anderen auch schon gesprochen. Aber ich werde diesen Clan hier morgen, das heißt also mit morgen meine ich Dienstagabend, verlassen und will mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Mal schauen. Ich will mit meinem RA10 jetzt, ich kann schon ein bisschen Clankrieg spielen. Ich habe 225 Truppen, 5 Zauber. Das muss erstmal reichen. Da müsst ihr mit leben, wo ich denn auch hinkomme. Und mal sehen, wie und wohin mich meine Reise hier trägt. Aber der OYYY, also das ist der andere, war ja der Zweier, macht das hier eigentlich ganz gut mit. Valkyrie habe ich schon länger nicht mehr gesehen. So eine Army hier, die hier eigentlich gut durchkommt. Mal auch gut. Jetzt weiß ich auch, woran es gescheitert ist hier. Eieiei, schade. Ich denke mal, das scheitert hier am Ende an dem X-Bogen. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich habe hier auch noch nicht alle Angriffe gesehen. Okay, da hat er die Bauhütten noch, da hat er noch einen Bogi. Hat er also dran gedacht, alles richtig gemacht. Und dann scheitert das hier wahrscheinlich nur 98%. Okay, da ist der Flächenschaden da und die Bogenschützen werden natürlich jetzt auch nichts mehr reißen. Also schade hier. Schade, dass es nicht noch der Stern war, muss man dazu sagen. Und hier ist er gleich nochmal. Ist ja ein kleiner Klankrieg hier gewesen. Jetzt auf den Gegner, den der andere eben so toll eingesternt hat. Mal sehen, wie er das gemacht hat. Oh, okay, gleich mal eine Riesenbombe ausgelöst hier mit zwei fetten Golems. Auch nicht schlecht. Also ich habe die Angriffe ja auch noch nicht gesehen. Ich war hier zwar aktiv im Tag, aber ich habe meistens nur gespendet, weil ja so die Angriffe, die habe ich dann nicht mitgekriegt, weil es war ja, wie gesagt, A, nur ein kleiner CK, ein 10er. Und die Angriffe wurden hier eher so ganz komisch gemacht. Ist aber, das ist nicht negativ betrachtet hier. Also jeder hat schon genau gewusst, was er macht. Und am Ende war es ja auch sehr, sehr eng. Aber mit zwei, drei Leuten, die dann so einen Clankrieg hier eigentlich letztendlich entscheiden, ist das natürlich auch ein bisschen traurig. Und deswegen bin ich auch absolut der Meinung, das, was hier heute Abend gesagt wurde, also hier wird jetzt ein bisschen aussortiert, hier sind jetzt noch 40 von 50 drin, aber ich denke mal, dass hier doch der ein oder andere gehen darf, denn Zocker und Thiele haben das nicht verdient, dass sie eigentlich so einen coolen Clan hier haben und dann so eine Affen hier drin haben, die hier eigentlich den Spielspaß und die Laune verderben und du dann irgendwo zusiehst, dass das Ganze dann an die Stange kommt und dass hier die Clankriege vor allen Dingen gespielt werden. Die beiden sind jetzt keine Winner-Typs. So nach dem Motto, wir müssen hier jeden Clankrieg gewinnen, sondern wenn die Angriffe ja gemacht werden, dann ist man ja schon froh. Sind wir auch bei uns im Clan. Wenn die Angriffe laufen, wenn sie dann verloren werden, werden sie halt verloren. Aber sie werden gemacht. Und das ist das Wichtige hier. Der Spielspaß ist dann auch da. Und der größere Spielspaß ist natürlich da, wenn man gewinnt. Aber man kann nicht immer gewinnen. Und dieses Mal war der Gegner war nicht besser. Das kommt ja noch dazu. Der war. Oh, boah, scheiße. Alter. Was ein Pech hier. Ah nein, was macht er jetzt? Okay, da hat er einen Bogenschützen und da auch. Oh, die kommen aber echt spät raus. Ey. Mann. Habt das gesehen? Da hat er echt noch mal überlegt. Oh, ich habe noch drei Bogenschützen. Und dann hat er hier schnell noch die Bauhütten am Ende gemacht. Ah, okay. Aber cool gemacht hier mit der Riesenbombe am Ende. Für die Queen ist natürlich echt unglücklich. So, das ist der zweite Angriff hier vom Thiele. Den, ja, ihr seht das hier, ihr bekommt ja auch Max-Truppen in dem Clan. Ich rühre jetzt mal ganz stark hier die Werbetrommel für diesen eigentlich schönen Clan hier. Schöner Clan. Und ihr habt es auch im Thumbnail gesehen. Ich bin in der Community, also in der Ström-Community. Und es gibt hier eigentlich alles, was das Herz begehrt. Vor allen Dingen der Thiele und Zocker sind hier doch sehr, sehr hart aktive Member. Und auch einige andere hier, die aber jetzt nicht mit im CK sind, weil sie ihre Helden leveln. Und deswegen strömt hier ruhig in diesen Clan rein. Habt ein bisschen Spaß. Also wer einen netten, chilligen Clan sucht, wo auch was gemacht wird. Also glaubt man nicht, dass Zocker und Thiele sich das hier entgehen lassen und nicht angreifen oder auch mal was sagen hier. Die sind auch immer im Discord anzutreffen. Also entweder irgendwo bei mir oder bei der Ström-Community im Discord. Man kann also mit den Jungs auch relativ häufig quatschen. Und
Von daher ist das sicherlich auch von der Kommunikation her, passt das eigentlich alles. Nur so ein paar Spieler verderben dir dann halt so ein bisschen den Spaß hier, wo du dir Mühe gibst, wo du die Truppe zusammenhältst, wo du eigentlich weißt, jetzt müssen die Dreier fallen, dann fallen sie auch, so wie hier. Ich meine, für einen Thiele war das hier jetzt mal eben so rüber gerascht, aber er hat natürlich auch noch ein bisschen besser angegriffen auch, und auch hier oben ist der Angriff von Thiele auf dieses RH10 richtig klasse gewesen, also das ist schon eine gute Sache. Wir haben es dann natürlich leider versäumt, auf den ersten einen Stern zu holen, denn uns fehlten die Angriffe, so muss man es einfach sagen. Denn wenn du jemanden hier entlässt, einen Rathaus-10er, der eigentlich hier locker die Neuner hätte dreiern sollen oder so einen, wie wir eben gesehen haben, und nichts macht, dann ist das umso trauriger. Also der CK wäre hier gewonnen gewesen, gar keine Frage. Hätte derjenige angegriffen, leider musste er jetzt unehrenhaft entlassen werden, und ich werde euch auch gleich den Namen nennen. Ja, also ihr könnt dann eure Blacklists füllen mit solchen Charakteren. Nehmt sie nicht auf, lasst sie außer Acht, sie greifen nicht an, sie sind einfach nur da, stören womöglich noch euren geregelten Ablauf, und dann ist es mir doch lieber, wenn ich sage, ignoriert bitte solche Chars, wenn sie auf euch zukommen. Und der ein oder andere erinnert sich dann ja vielleicht auch so nach dem Motto, da habe ich schon mal ein Video gesehen, da hat ja ein YouTuber gesagt, den nimmt man besser nicht auf, der macht nämlich nur Scheiße hier im Clan oder macht seine Angriffe gar nicht und fordert aber immer schön Truppen, ne? Das sind mir auch die richtigen. Fordern Truppen, sagen, hallo, ich bin's, alles klar bei euch, und dann machen die keine Angriffe. Und dann fragst du dich, warum, was ist hier los? Naja, kann man nichts machen. Die nächsten CKs werden besser, es wird hier wieder gerade aktuell ein 15er gespielt. Und ich bleibe jetzt noch einen Tag hier, also ich bleibe noch den gesamten Dienstag jetzt hier bei der Strömt-Community. Ich blende euch den Tag auch nochmal ein hier, wer also Zeit und Lust hat. Ich werde hier vermutlich mit meinem RH7 reinrauschen, denn da wo er jetzt ist, passt mir das ja schon länger nicht. Und spiele aber noch ein CK mit und joine dann hier, glaube ich, mit meinem RH7 mal rein. Mal sehen, um die Jungs hier weiterhin so ein bisschen zu unterstützen. Also zeige ich euch am Ende auch nochmal den Tag hier. Und es ist CVVOJY. Ist das ein Q? Ich glaube, das ist ein Q. Nee, ist auch ein OG. Um dein Glück musst du kämpfen, denn Probleme gibt es gratis. Wer mit Dummköpfen kämpft, kann keine Siege erringen. Man kämpft nicht mit dem Schwert, sondern mit Herz und Verstand. Stolz und Ehre seit dem 9.7.2017. Zweiter Clan ist übrigens, haben noch einen zweiten Clan, die Ström Farm. Aber ich denke mal, hier in der Community seid ihr gut aufgehoben. Das Kriegslog ist jetzt nicht so schick, aber ist auch eigentlich gar nicht so tragisch. Ihr seht das hier auch. Hier wurde schon eine grüne Liste hingelegt. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich noch einen Tag hier bleiben kann. Zieh dann weiter. Bin aber nicht außer Blick von diesem Clan hier. Ich hoffe, dieser kurze Einblick hier in der Community, in der Ström-Community, hat euch trotzdem gefallen für den Dienstag. Ich bin jetzt Dienstag und Mittwoch sehr, sehr eng. Das heißt also, die Folgen werden nicht 27 bis 38 Minuten lang. Im Moment reicht meine Zeit einfach nicht. Ich habe irre viel zu tun auf der Arbeit und komme hier wirklich ganz, ganz begrenzt nur im Moment zum Aufnehmen. Das müsst ihr mir auch mal nachsehen. Außerdem plane ich ja noch die Community-Geschichte mit euch. Und habe auch schon E-Mail-Kontakt mit anderen YouTubern, also das wird in jedem Fall was. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flash.